Ein herzliches Willkommen zu Fazbear Entertainment Storage. Ich dachte, ich gehe mal in Richtung Five Nights at Freddy's. Wollte ich direkt mal ein Fangame rausholen. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen auf ein neues Game und starten direkt rein. Ich habe das Ganze vor einem Jahr schon mal hochgeladen. Was ist Kick Enter Use? Ach ja. Ja, wenn man da. Ja, ich erinnere mich. If you're hearing this message, I wanted to thank you again for taking genau, this wir job. Haben nämlich, genau. I needed this position filled on very short notice, and your application couldn't have been more perfectly timed. Genau, es gibt nämlich auch, My ja. name is Henry, and like I informed you earlier, you will be receiving pre-recorded messages from me whenever you start a new shift. Mhm. These messages will be used to help guide you through the week, or at least until you get your bearings. The building you're currently in is a storage facility. So, muten wir mal. Oh, man kann booten, okay. Zur Information für euch. Ah, genau, hier, genau. Zur Information, das ist wegen Mangle hier. Zur Information für euch, das habe ich auch schon bei Subnautica Below Zero, aber hier werde ich das, denke ich, mal machen, weil hier gibt es keine konkreten Soundeinstellungen. Ich habe mehrere Audiospuren, da werde ich das Game im Nachhinein leiser machen, falls es nötig ist. Ich weiß noch nicht, wie sich das so verhält, weil einmal ging das schon mal nicht richtig und dann war die ganze Aufnahme kaputt. Da ist Mangle. Aber in dem Game gibt es kein Puppet, sehe ich. Also es gibt keine Musikbox. Okay, das ist gut. Wie gesagt, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern. Das ist schon ewig her. Oh, was ist das? Er hört sich wieder gefährlich an. Aber richtig gefährlich. Ist irgendwas passiert? Mangle ist noch da. Nee, beide. Oh, sind beide da. Ich werde FNAF 1 bis 4 und Sister Location werde ich, denke ich mal, nicht spielen. Oder zumindest ich werde es im Stream spielen. Das ist jetzt einfach mal so ein Projekt zwischendurch, weil aktuell läuft ja Subnautica Below Zero. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe gerade die erste Folge Spider-Man Miles Morales aufgenommen und gecuttet. Dann läuft jetzt auch noch Spider-Man Miles Morales. Und das hier, solche Projekte zum Beispiel, sind solche Videos für zwischendurch, einmal die dann zwischendurch online kommen. Aber bis jetzt passiert nichts. Ich habe den Mauszeiger deaktiviert, den seht ihr nicht, also nicht wundern. Oh, Bonnie ist weg. Oh, jo, das sieht richtig cool aus. Bonnie. Genau, Mangle krabbelt, glaube ich, hier hoch. Aber das Ding ist noch da. Also Puppet gibt es hier schon mal nicht, das ist gut. Und ich glaube auch kein BB, also Beluba. Oh, Chica. Ah, ne. Barney und Chica sind, okay. Aber Freddy ist noch da, okay. Das wird interessant. Hier ist ein Lüftungsschacht. Ich denke mal, Chica oder. Chica geht in den Lüfter, oder? Ah, da sieht man dann auch die. Okay. Genau, man kann hier dann auch. Ich glaube, ab nach 2 oder 3 kann man dann so. Die ganzen Sachen da toggeln. Okay, Chica ist weg. Oh. Hä? Ah, die sind beide hier. Das sieht aus, als ob die tanzt oder so. Naja. Oh ja, die geht in Lüftungsschacht rein. Dann wird die hier. Ja. Das wird interessant. Vor allen Dingen, weil wir gerade schon so viel Akku verbrauchen. Okay, Bonnie. Dings ist noch da. Freddy, nicht Bonnie. Bonnie ist ja. Bonnie ist ja schon weg. Wiep, wiep, wiep. Ah, 4 AM. 4 Uhr. Ah. Er steht direkt da um die Ecke. Ja, er steht direkt da um die Ecke. Aber in der ersten Nacht scheint nicht sonderlich viel zu passieren. Die Aufnahme geht gerade 5 Minuten. Na, jetzt 6 Minuten. Chica ist reingeklickt. Ja, Chica ist hier irgendwo. Die kommt da oben, dann muss man so, glaube ich, machen. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass sie einfach von da oben. Ah. Das war das Zeichen, genau. Wenn das kommt, ja. Ich erinnere mich an, ja, wenn es flackert, okay. Heißt das, die ist jetzt raus, oder wie? Oh, Barney kommt da. Oh, Gut, wir können direkt in Nacht 2 rein. So. Gucken wir mal. Hier unten war. Okay.
Mal gucken. Also ich finde es ja auch, es läuft alles schneller ab. Jo. Ich wollte gerade sagen, es läuft alles richtig viel schneller ab. Guck mal, Barney und Chica sind schon weg. Piep, piep. Ah, da so Temperature. Okay, Chica ist gerade genau hier vorne. Bin mal gespannt, wann Freddy kommt. Ah, wenn er kommt, dann so, okay. Freddy bewegt sich nicht. Sein Mikro sieht man da. Ich mag ja auch Five Nights at Freddy's, also wirklich, mag ich wirklich sehr. Okay. Aber... Oh. Das war jetzt aber... Boah, das sieht richtig cool aus. Alter. Wie cool sah das denn bitte aus? Ja, aber das sind jetzt da so Bonnie und Chica direkt da. Jo. Wir können unser Leben chillen. Wie viel Uhr ist es? 2 AM. Ah ne, warte mal. Ah doch. Ah, hier sieht man das nochmal ein bisschen detaillierter. Ah, Barney. Ah, Barney sind. Okay, die sind jetzt hier und er geht hier durch und Chica geht da, läuft dann so rum und okay. Und hier hört man das ja dann. Ach, eine Öffnung gibt's nicht, ne? Nö. Aber ich glaube, spätestens jetzt bei Nacht 3 sollten wir uns anhören, was der eine Telefon-Dude zu sagen hat. Holzlego, ich habe mich gerade voll erschrocken. Was? Freddy. Freddy hat sich bewegt, okay. Bei mir draußen. Das sind gerade bei mir draußen richtig komische Geräusche. Das, und ich sitze in einem dunklen Raum. So, ich habe gerade Rollladen extra runtergemacht, deswegen, aber. Yo, wie sieht Freddy bitte aus? Richtig cool. Oh! Ja. Das war knapp. Ey, Freddy sieht mega cool aus. Ist er irgendwo? Ah, guck mal, da geht er dann raus. Ja, hier, ja. Schon gewundert, was das für ein Raum ist. Oh. Barney und Freddy sind da. Ja, 4 AM schaffen wir. Oh. Ah, genau. Freddy war gedrückt halten. Wir müssen aufpassen, unsere Batteries. Das war gerade. Können wir in die Map gucken? Nee, ne? Schade. Das wäre cool, wenn die hier so lang gekrochen kämen oder so. Aber das ist ja auch nur ein Fangame, so. Beep, beep, boop, boop. Ja, 5 AM. Oh. Oh mein... Junge, ich hab mich voll erschrocken. Ich dachte, die wäre weg. Junge. Alter, ich dachte, die wäre weg. Ich würde sagen, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Ist überall verlinkt. twitch.tv/verlassener. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.